normal und dann war es creepy. Okay, alles klar. Jetzt habe ich schon falsch gemacht. Einfach nur. Ich möchte es sehen. Ihr Gehirn. Hey Leute, was geht? Katja hier bei Spielapps & Games. Und Leute, ich bin wieder hyped, weil es in Toca Life World ein Trailer gibt. Und zwar ist das neue Möbelpack von Halloween. Creepy Furniture Pack heißt das. Ich weiß noch nicht, wie das auf Deutsch heißen würde. Und es gibt, Leute, einen Trailer, worauf ich heute extrem gerne reagieren möchte. Und, oh mein Gott, das wird bestimmt gut. Also, ich habe es noch gar nicht gesehen. The Spooky Edition. Spooky Edition to your creepy house. Do not enter. Oder ein, also the Spooky Edition ist halt irgendwie so ein spooky, ein gruseliges Zubehör zu deinem creepy, gruseligen Haus. Wäre entweder ein Schildchen, wo stehend bitte nicht reingehen. Also einfach nur nicht reingehen. No. Do not enter. Oder ein süßer pinker Schildchen. Warum ist es pink? Sieht extrem süß. Ich würde tatsächlich das mal, aber ich finde das süßer Schädel und pink. Wäre auch richtig cool. Nicht reingehen. Ich bin so eine Person, ich gehe nicht rein. Okay, alles klar. Jetzt habe ich schon falsch gemacht. Okay, was ist da? Also, ich gucke gleich mir einen Trailer an, aber ich sehe das gerade. Haunted Mansion or Pumpkin Palace? Heißt das Haus Pumpkin Palace? Also, Kürbis Palace? Ich weiß es nicht, ich kann es nicht. Ich muss erstmal, glaube ich, gucken. Ich gucke erstmal mir einen Trailer nach und dann gucken wir auf jeden Fall, was passiert da? Okay, warte mal. Es muss erstmal ein bisschen kurz laden, damit es ein bisschen schöner aussieht. Warte mal. Jetzt, let's go. Ich möchte sehen, was da passiert. Okay, es heißt Creepy Furniture Pack. Es ist einfach nur... Ich möchte es sehen. Bitte, warte mal. Okay, ich gucke es erstmal gleich ganz durch und dann können wir das später mal machen. Können wir später reingucken. Okay, es ist Nacht. Okay, ich sollte vielleicht mal hören, was da ist. Okay, ich höre nichts. Ist so egal. Brauchen wir nichts. Okay, dein Handy ist auch noch, es hat kein... Hund ist weg und du gehst mal und guckst mal, oh mein Gott, das ist, also ich glaube, ist es nicht das Haus, wir kriegen ja nicht das neue Haus, es ist einfach nur ein richtig komisches Haus, muss auf jeden Fall nicht wissen, was da ist und, oh mein Gott, Grabstein. Okay, ja, okay, wir haben das neue Haus, wir haben extrem, also nicht, es ist nicht das neue Haus, das ist das Herbsthaus, das ist das Kürbishaus, glaube ich. Wir haben da extrem viele neue Sachen, alle Halloween. Okay, Skelett in Pink, sehr süß. Oha, wir haben da, okay, wir haben neues Fenster, wir haben neue, dieses komische, ziemlich komisches Gefäß mit grüner Flüssigkeit da drin. Ich weiß nicht, ich möchte nicht mehr wissen, was da ist. Ich möchte nicht mehr wissen. Ein Fernseher. Immer schlecht. Oh, es ist so richtig alles so radioactive. Oh no. Okay. Oh nein, das sind Augen in den Becher und Sloth und so. Und wenn es nachts wird, dann wird das doch komisch. Und wir haben eine Küche. Wir haben eine neue Küche, Leute. Also bevor sah das so aus, relativ normal. Und dann war es creepy. Jo, merke ich mir. Also ich gucke gleich noch nach, was es alles noch alles gibt. Und ohuhuhu. Oh yes. Oh yes. Ich freue mich. Okay, das ist ein Schlüssel von einem Haus. Hast du jetzt ein neues Haus? Und diese Puppe, die wir bekommen haben am Freitag. Das ist cool. Die Puppe haben wir am Freitag bekommen als Gratisgeschenk. Und den Hund hast du auch gefunden. Aber, oh mein Gott, das ist ja der Roboter aus dem Fernseher und so. Mit dem, ja, mit dem Crumpet. Fluffles Most Wanted. Okay, also richtig, richtig schön gruselig. Und, oh mein Gott, wir haben eine neue Kamera. Wir haben eine neue Halloween-Kamera. Ja! Eine neue Halloween-Kamera. Ich freue mich drauf. Das ist so cool. Okay, Leute. Ich möchte ganz kurz noch ein bisschen mal nachschauen, was wir hier alles noch haben werden. Wir haben ja das weiß ich schon, dass wir das haben. Ich versuche jetzt gerade noch was zu finden. Also, wir haben hier sehr viele so Dings mit... Oh, wie süß ist das denn? Okay, das war eine gruselige Pflanze. Wir haben noch... Oha, also, haben neue Kommode. Also, die haben einfach nur gefüllt. Einfach... Oh, ich glaube, diese Sachen an dem Fenster, also diese Holzplatten an dem Fenster, ich glaube, wir kriegen die auch. Das ist mega cool. Und wir kriegen anscheinend überall so
so slimische Abdrücke, so Slime-Abdrücke, nicht Abdrücke, sondern Slime auf den Wänden und dann so halt zerrissene Tapeten. Ich frage mich, ob das die Tapete an sich ist oder ob das quasi so als Bild da ist in Tokabuka. Dann haben wir noch Spinnweb, auch als Bild sehr wahrscheinlich und auch als LED, auch ein Schädel als LED. Wir haben extrem viele Schädel, wir haben hier irgendwelche Gefäße mit irgendwas gefährlichen Stoffen, gefährlichen Sachen. Ach, warum auch immer. Ein paar Spielzeuge, wir haben neue Kommode, neues Fernseher. Also Fernseher ist theoretisch... Und ich glaube, die Tafeln mit den ganzen... komischen Sachen und so. Ich glaube, das ist doch auch neu, bestimmt. Weil ich glaube, die Tafel gibt es bei uns nicht. Also so eine genau die Tafel. Deswegen gucke ich nochmal weiter. Wir haben eine neue Küche, die nicht unbedingt appetitlich und richtig schön aussieht. Da sieht nicht alles gut aus. Okay, ich gucke jetzt einfach nur mal ganz kurz, wie es bevor aussah. Und dann mache ich jetzt after und dann gucken wir. Okay, wir haben Gräber, wir haben neue... Oh, ich sehe da, wir haben da neue... Wir haben Blitz und wir haben also neue diese Automaten, diese Sachen, die halt verschiedene Effekte machen. Und da war einmal Blitz und da war einmal Geist. Wir können Geister machen. Gehirn. Okay, die Kirche sieht auch nicht wirklich ganz toll aus. Ich frage mich gerade, wie hält sich überhaupt dieser wunderschöne Stuhl, wenn der... Ist auch eine andere Frage. Was ist das? Ist es ein Bild, was so quasi so... Ach, cool, mein Gott, wie cool. Ich bin gerade fasziniert. Das sind wirklich alle neue Sachen. Wie viel das sind. Und sehr viel auch Müll habe ich jetzt mitbekommen. Wir haben jetzt noch eine Box, die auch kaputt ist. Wir haben eine Pizzabox. Warum auch immer. Mal gucken, was da drin ist. Vielleicht ist da gar nichts drin. Vielleicht ist es einfach Müll. Und kann ich bitte weitergehen? Dankeschön. Es hängt alles ein bisschen, aber ist auch egal. Wir haben Turn Back Now als Schrift. Auch richtig cool. Das sind so... Ich frage mich die ganze Zeit, ob das... Ich glaube aber, die meisten Sachen sind doch nicht alle aus dem Pack, oder? Zumindest diese Süßigkeiten. Ich glaube, ein paar davon kriegen wir tatsächlich bei dem Haus mit dem... bei dem Halloween Haunted Mansion. Also bei dem Gruselhaus. Und die Pflanze und so, die da hinten steht. Ich mag die auch total. Die neuen Regal und so haben wir. Wir haben ein neues Bett. Das ist richtig cool. Das ist richtig dreckig und richtig gruselig. Und das hat uns letztens auch mit René mal gefehlt. Dass halt die ganzen Betten irgendwie zu süß aussehen. Wenn du ein Halloween-Haus machen möchtest, dann müssen die einfach dreckig aussehen. Und richtig creepy und richtig gruselig. Gruselig. Deswegen finde ich das eigentlich eine ganz schöne Sache, dass wir das jetzt hier hinkriegen. Ach so. Siehst du, also hier ist da unten quasi der Pizzakarton, was offen ist. Und da steht Help, also Hilfe drauf. Und es ist ein Pizzastückchen, was schon aufgegessen wurde. Leute, also ich freue mich extrem. Also wirklich, es ist so coole Sachen. Ich frage mich die ganze Zeit, was es noch so alles gibt. Vielleicht ist es auch nicht mal alles. Und ich glaube, wir haben neue Vorhänge. Leute, ich habe das gerade erst gesehen. Das da ganz links haben wir haben neue kleine Vorhänge. Das möchte ich jetzt nochmal sehen. Das möchte ich jetzt einfach nochmal sehen. Ich möchte sehen, wie die Vorhänge umgesetzt sind. Oha. Wir haben sehr vieles... Oh, ach so, okay. Die Vorhänge sind nur an einer Stelle. Wir haben eine neue... Oh mein Gott, wie cool diese Lampe ist. Die pinke Lampe. Die kann ich auch für so cute und süße Sachen benutzen eigentlich. Man kann hier wirklich gefüllt, weil es so viele Neon-Sachen und Neon-Rosa, Neon-Grün ist. Man kann halt einfach nur wirklich vielleicht ein Bildbattle machen. Und zwar Neon-Rosa versus Neon-Grün. Mal gucken, was auch immer. Aber kann man hier sehr vieles alles Mögliche machen. Und vor allem, ich kann mir schon vorstellen, einfach nur All-Pink-Room. Also nur ein Raum, was halt nur pink ist. Weil es halt nur pink ist. Ja, nur pink ist. Und ich mag das halt tatsächlich dieses... Komische Vieh auf dem Bett. Es ist richtig gruselig. Es ist ein Kuscheltier, was extrem gruselig aussieht. Aber ich finde es irgendwie auch eigentlich ganz toll. Und irgendwie auch ganz schön. Deswegen, Leute, ich bin hyped. Ich freue mich. Ich freue mich so sehr. Ich möchte jetzt gucken. Haunted Mansion oder Pumpkin Palace. Ich weiß nicht, was Pumpkin Palace ist. Deswegen muss ich Haunted Mansion mal anmachen. Okay, Pumpkin Palace. Ah. Ja, ich weiß nicht, was Pumpkin Palace ist. Okay, und das hier, glaube ich, ist was ganz anderes, was wir auf jeden Fall schon mal hatten. Was ist das? Ach so, das ist dieses kleine Trailer, was wir auch bekommen haben. Oh, did you see this coming? Wusstest du, dass es kommt? Natürlich. Natürlich. Ich habe doch immer gesagt, dass wir ein Halloween-Update kriegen werden oder Halloween. Es ist kein Event, aber das ist ein Update mit wunderschönen, tollen Sachen. Und deswegen
richtig cooler Möbelpack auf jeden Fall, Leute. Ich würde mal vorschlagen, in den nächsten Tagen gibt es auf jeden Fall ein... Wir gucken erstmal, wie das aussieht. Sehr wahrscheinlich kommt es morgen raus. Vielleicht kommt das Video, wo ich darauf reagiere, erst übermorgen. Aber es ist nicht das Problem, weil wir dann können wir das auch alle zusammen nochmal angucken, in Ruhe. Und vielleicht irgendwann mal könnte ich auch mal was damit bauen. Und vielleicht Windbattle können wir damit machen. Auf jeden Fall schreibt gerne unten in die Kommentare rein, worauf ihr alles Bock habt. Ich bin extrem hyped und ich bin extrem geflasht einfach nur von den ganzen Sachen. Weil, oh mein Gott, das ist alles extrem gruselig und ich liebe das so sehr. Ich gucke auf jeden Fall, was für Tapeten wir noch haben. Das ist richtig cool. Ich freue mich auf jeden Fall für dieses Pack. Auf jeden Fall das Video dazu, wie ich dieses Pack mal öffne und so. Sehr wahrscheinlich guckt ihr das mal übermorgen, also Mittwoch. Und am Dienstag kommt das überhaupt raus. Also falls ihr das mal kaufen möchtet, weil es sehr wahrscheinlich nicht gratis ist leider. Aber falls ihr diesen wunderschönen Möbelpack mal kaufen könnt oder kaufen möchtet, dann gibt es das, glaube ich, morgen ab 18 Uhr. Oder 18:15 Uhr. Also irgendwo nachmittags. Auf jeden Fall mal vorbeischauen und Tokaburg aktivisieren. Nicht vergessen. Und auf jeden Fall, wenn ihr auch so ein Halloween-Fan seid wie ihr, wie ich. Ich bin ein Halloween-Fan. Und dann schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Und sonst natürlich, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal und sehr wahrscheinlich und hoffentlich beim nächsten Halloween-Update-Video. Bis dann. Tschüss.